Spotfight. Wir leben Wrestling. Wie geht es nach WrestleMania mit Roman Reigns weiter? Wie es mittlerweile heißt, soll die erste Fehde von Reigns nach einem möglichen Titelgewinn gegen Samoa Joe stattfinden. Joe ist mittlerweile wieder für alle WWE-Shows ab Mitte April angekündigt. Bei Brock Lesnar stehen die Zeichen derweil auf Abschied. So bestätigte UFC-Präsident Dana White in einem Interview, dass es eine Einigung mit Lesnar gebe. Wann Lesnar zur UFC geht, ließ White jedoch offen. Der ehemalige WWE World Champion CM Punk wird am 9. Juni bei UFC 225 wieder in den Octagon steigen. Punk wird in seinem zweiten UFC-Kampf gegen Mike Jackson antreten, das bestätigte Dana White gestern. Der Pay-Per-View findet passenderweise in Punks Heimatstadt, Chicago, statt. Angeblich weitere Namensänderungen geplant. Es handelt sich um Big Cass, der vor kurzem das Go der WWE-Ärzte erhalten hat. Die WWE stellte einen Trademark-Antrag für den Namen Colin Cassidy. Schon früher trat er als Colin Cassidy auf. Das lässt darauf deuten, dass Big Cass unter seinem neuen bzw. alten Ringnamen zurückkehren wird. Ob er als Face oder als Heel zurückkehrt, ist ungewiss. Jim Ross und Jerry the King Lawler werden bei WrestleMania als Kommentatoren zurückkehren. Die beiden werden die 5. Andre the Giant Memorial Battle Royal begleiten. Beth Phoenix wird bei der Royal Rumble der Frauen als Gastkommentatorin fungieren. Ronda Rousey wäre gern ein Heyman-Guy, das behauptet zumindest Dave Meltzer. Allerdings sei die WWE von der Idee nicht sonderlich angetan. Rousey überzeugt in ihren ersten Auftritten nicht unbedingt durch ihr Mic-Work.